Aber wie gut tut sowas, einmal fernab vom grünen Rasen auch die Fans zu treffen an so einem Abend wie heute bei so einem Stammtisch? Es ist eine sehr schöne Abwechslung, muss ich sagen, mit den Fans ein bisschen zu reden, einen Austausch zu haben, was sie so denken. Und man sieht auch da, was es eigentlich den Leuten bedeutet, und das macht es alles umso schöner. Ja, ich glaube, es ist wichtig erstmal, dass wir immer wieder die Nähe zeigen, dass wir auch die Nähe zu unseren Fans, die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen, die manchmal lustig sind, manchmal auch treffend sind, und unsere Sichtweise zu erklären und nicht immer über die Medien. Und das ist eine lockere Ruhe, lockere Atmosphäre. Natürlich für uns als Verein ist super, wenn wir rausgehen in Oberösterreich, ins ganze Land, und eben so Fans aktivieren im ganzen Land. Der LASK bezeichnet sich als der Verein der Oberösterreicher. Was ist denn so die Marschrichtung, die jetzt von der Mannschaft vorgegeben wird, von deiner Seite? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder an unsere Leistung anknüpfen. Wenn man sieht, der Spielplan, der auf uns zukommt, der wird heftig sein und mit intensivem Spiel. Und das ist unser Motto, dass wir wieder am Limit spielen wollen, wieder Topleistung zeigen. Und wir haben eine Ausgangslage geschafft, die uns ermöglicht, durch unsere eigene Leistung die Dinge zu Ende zu bringen. Und unser Motto ist, wir wollen die Dinge zu Ende bringen. Wirklich in jedes Match eingehen, Vollgas geben. Und einfach das umsetzen, was wir uns tagtäglich arbeiten, und dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass das gut für uns ausgeht. Wir müssen eben daran arbeiten, dass sich der Verein infrastrukturell auch weiterentwickelt und dass auch im Bürobereich, im Office vergrößert wird. Wir brauchen ja natürlich auch mehr Personal, jetzt mit den internationalen Spielen,